www.spirit-spa-hotels.com. Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Zurücklehnen und entspannen, das ist das Motto, vor allem auch das Motto von Gabriele Iasetta, wenn sie Urlaub macht. Und du stellst uns wirklich immer tolle Hotels vor und ich glaube, das ist auch was Besonderes, dass man manchmal gar nicht den Anreiz hat oder gar nicht weiß, wohin man fahren soll. Und dann ist das ganz toll, wenn man einen Tipp bekommt von jemandem, der auch wirklich schon mal vor Ort gewesen ist. Ne? Vor allem auch wirklich, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Also das ist mir auch wichtig, weil Wellness-Hotels bieten natürlich etwas, da gibt's Dampfbäder, Saunen, natürlich Pools, dann Aquagymnastik und solche Dinge. Das kostet ja schon einmal etwas und trotzdem möchte ich aber auch etwas den Leuten zeigen, das ist gar nicht so teuer. Also zum Beispiel heute stelle ich ja das Schlosshotel Sidonia vor in Ungarn und das kostet 80 Euro mit, also Abendessen, aber da bekommt man immer auch Vorspeise, ein Salatbuffet. Man bekommt natürlich Hauptspeise, Nachspeise. Und wir tauchen mal ein, ja. Denn du hast die wunderbaren Bilder mitgebracht und kannst uns bestimmt auch ein bisschen was darüber erzählen. Ich bin sogar im Video dabei. Ja, ich habe dich schon gesehen. Ja, also wenn man dort anruft, die sprechen auch Deutsch. Alle dort sprechen Deutsch im Schlosshotel Sidonia. Also es ist sehr nahe bei Österreich, aber hat schon ungarische Preise. Ja? Das muss man jetzt sagen. Aber an der Grenze ist es ganz kurz, also eine halbe Stunde von, nice. Da ist sie schon und da bin ich mit meinen Freundinnen, wir haben das gemeinsam getestet, alle zusammen und die Zimmer sind halt einfach, man glaubt wirklich, also dieses Schlosshotel ist ja im 17. Jahrhundert erbaut worden und ich glaube, ich habe hier schon mal erzählt, dass meine Eltern ja über ein halbes Jahrhundert nicht, aber Vierteljahrhundert haben wir ein Palazzo in Venedig gehabt und das war ja sehr ähnlich, das ist die Zeit der Habsburger Monarchie, wo diese Schlösser so gebaut worden sind, die Palazzos und auch diese Gärten. Und dieser Garten von diesem Hotel ist einfach wirklich ein Traum. Also man ist da in einer anderen Welt. Nicht nur, dass man sich wie die Sissi oder so fühlt, sondern man taucht wirklich in eine andere Welt. Und da gibt es Bäume, die sind 200 Jahre alt da drinnen oder noch älter. Die sind riesengroße Bäume. Ja, das Ganze hat eigenes Sodawasser, dieses Hotel, also man trinkt Sodawasser und man badet auch in Sodawasser, also das Pool. Das heißt, es prickelt so richtig. Es prickelt, schön, ja? Ja, also es ist wirklich Sodawasser gefülltes Pool. Da schwimmt eine Freundin gerade von mir, wir waren ja mit eben beim Dreh und also es gibt Aquagymnastik zum Morgen, zum Aufstehen. Es gibt tolle Massagen, auch wirklich Entgiftungsmassagen. Es gibt einen wunderbaren Fitnessraum, also wo man, wenn es zum Beispiel auch regnet, mal draußen auch Fitness machen kann. Und das Essen ist ganz besonders gut. Die Ungarn sind ja dafür bekannt, dass sie sehr viel mit Fleisch machen. Da haben wir uns schon gefürchtet. Aber weil meine eine Freundin ist Vegetarierin, aber das Hotel steigt jetzt auch um auf vegetarische Küche, was auch besonders gut ist. Man hat wahrscheinlich auch die Möglichkeit, wirklich einzutauchen in die Welt der Natur. Also das, was wir da gesehen haben, es liegt fantastisch. Und was du gleich zu Beginn gesagt hast, und das finde ich ist eigentlich was ganz Schönes, Luxus muss nicht immer wirklich horrende Preise haben, genau. Sondern man kann solche Angebote wirklich bekommen, wenn man sich viel Zeit nimmt und im Internet sehr, sehr viel recherchiert oder wenn man einfach hier bei uns mal reinguckt, genau. Und den Hoteltipp von dir bekommt. Denn für dich ist es wichtig, dass Menschen auch Entspannung finden sollen. Und in diesem Hotel, das du heute vorstellst, kann man wirklich sagen, man kann da ein Wochenende gut hinreisen und wirklich richtig schön runterkommen. Also ich war ja mit zwei Freundinnen dort und da war auch eine dabei, die hatte großes Liebeskummer, oh. Und dann hat sie gesagt, hoffentlich habe ich da nicht Kopfkino auch. Und es war wirklich so, dass wir total entspannt waren. Sie hat gesagt, ich war noch nie so relaxed, weil dieser Garten, diese Bäume, diese Energie, also das ganze Hotel ist am Drachenpfad gebaut, das ist ein Energiekreis, der um die ganze Erde geht, der im asiatischen Bereichen also entstanden ist und darauf dürfen auch keine Häuser gebaut werden, aber es gibt so Energiepunkte, wo zum Beispiel Kirchen gebaut werden, also es ist auch eine eigene Kirche dort, wo man zum Beispiel auch heiraten könnte und es gibt auch einen natürlich gewachsenen Baumkreis dort und da haben wir unsere Yoga-Übungen gemacht, haben meditiert und man spürt richtig diese Energie dieser Bäume, auch wenn man, also ich habe auch die Bäume alle umarmt, weil so
200 Jahre alte Bäume, das hat ja eine Energie, das ist Wahnsinn. Das ist ja auch dieses Interessante, also darüber haben wir ja schon mal geredet, dass man sagen kann, irgendwann in den 70er, 80er Jahren, da kam der Fitnessboom, da musste jedes Hotel einen Fitnessraum haben. Dann kam in den 90er Jahren irgendwann der Spa- und Wellnessbereich, also ein Hotel, ohne dass man vielleicht ein bisschen Massage oder sonst irgendetwas bekommen konnte, war auch nicht mehr angesagt. Und jetzt kommen wir in so eine neue Zeit, wo es wirklich um mehr geht, das heißt um Ruhe, um Kraft, also viele Hotels richten sich wirklich auch schon sehr spirituell aus. Ne? Genau, und dieses Hotel hat aber wirklich ganz natürlich gewachsene Kraftplätze. Also nicht nur, dass es an einer Kraftlinie liegt, was man wirklich spürt, wenn man dort völlig abschaltet, sieht man auch überall diese Baumkreise, wo man sich reinsetzen kann und die Energie wirklich spüren kann. Dann ist die Führung des Hotels, muss ich auch sagen, sehr spirituell angelehnt. Also sie organisieren zum Beispiel Yoga-Wochenende. Ab Dezember gibt's Fastenwochen. Dann gibt's natürlich, haben sie auch für gestresste Menschen, also es wird ja von einer ärztlichen, also wird auch, also ärztlich betreut, genau. Und der ist immer vor Ort, auch das zum Beispiel für Burnout-Patienten, da gibt es auch eigene Wochen, dass man nennt es dort nichts Burnout, sondern dass man wirklich so Anti-Stress-Programme wieder macht. Man kann aber auch, und das ist auch sehr toll, es gibt dort noch eigene Häuser, so wie Jagdschlösschen nennen sie es dann, eigene Seminare dort machen. Also es gibt wunderschöne Seminarräume, dann wird natürlich, gibt es dann auch noch spezielle Seminarangebote, dann wird der Preis sicher noch günstiger sein. Da muss man einfach nachfragen. Und es ist wirklich so, dass es eben ein riesengroßes Frühstücksbuffet gibt und es gibt, also am Abendessen lässt das Herz auch keine Wünsche übrig. Also wirklich ein tolles Essen. Und ich muss sagen, Früher war ich noch nie in Ungarn. Jetzt war ich gerade zweimal in Ungarn und ich habe gesagt, das ist das freundlichste Volk, das es gibt. Jetzt sind alle Menschen freundlich und die Sprache ist ein bisschen kompliziert zu verstehen. Sprechen alle Deutsch. Man hat ein tolles Urlaubsgefühl natürlich, obwohl es so nah natürlich auch für uns zum Verreisen ist. Das heißt, man muss nicht in den Flieger, man muss nicht tausende von Kilometern irgendwo hin, um zur Entspannung zu finden, sondern man kann wirklich auch mal so einen Kurztrip machen, um wirklich mal an einem Wochenende richtig schön aufzutanken, denn viele wollen immer gleich über mehrere Wochen verreisen, aber manchmal hilft es auch schon, für 2-3 Tage einfach mal sich die Entspannung zu holen. Ne? Und das hat man wirklich so. Wir waren nur 3 Tage dort, aber wir haben gesagt, es war wie wenn wir 3 Wochen weg gewesen wären, weil wir so auch in unsere eigene Energie gekommen sind. Es ist einfach dieser Garten auch und ich kenne das eben noch wirklich von unserem eigenen Garten, den wir eben hatten im Venezianischen. Da spürt man auch so diese Habsburger Monarchie. Also jetzt das hat so ein eigenes Gefühl, man fühlt sich in eine Zeit zurückversetzt. Und das Hotel hat wunderschöne, riesengroße Zimmer, man hat einen Vorraum, man hat also noch einen riesengroßen Wohn-Schlafraum, große Badezimmer, sehr großzügige Räume, weil das ist ja von dem Schloss her so angelegt, dass die Räume einfach großzügig sind. Und diese Blumen, dann gibt es einen Teich mit dem Sodawasser, dann gibt es einen Pool mit Sodawasser, einen Innenpool, es gibt Saunen, Dampfbäder, es gibt eben diese Energiekreise. Also man kommt aber nicht in Stress oder von einem Überangebot, das man hat, sondern man kann in diesen 3 Tagen wirklich das Angebot komplett genießen, komplett abschalten. Radwege gibt es ja rund um den Neusiedlersee, also direkt vom Hotel hin gibt es 140 Kilometer Radwege. Also wunderbar, man kann laufen gehen entlang dieser ganzen Flüsse, die es dort gibt. Dann hat das Hotel auch was ganz Neues und jetzt sehr im Trend ist diese Slacklines, wo zwischen den Bäumen gespannt wird, wo man da so üben kann, balancieren kann. Seine Balance testen kann. Genau. Sie können in Ihre Balance kommen, wenn Sie sich einbuchen. Und ich finde, das ist eine wunderbare Rubrik, die Gabriele Iasetta uns hier mitgebracht hat, nämlich den kleinen Hoteltipp für diejenigen, die wirklich sagen, ich brauche einen Kurzurlaub, den habe ich bitter nötig, will aber wirklich Luxus haben, aber zu wirklich einem bezahlbaren Preis. Dann sollten Sie auf jeden Fall mal vorbeischauen auf der Internetseite oder natürlich auch auf unserer Facebook-Seite, denn wir geben den Hoteltipp natürlich gerne weiter. Ich sage erstmal herzlichen Dank, freue mich schon auf die nächste Reise, die wir miteinander antreten werden. Ja. Ich mich auch. Der Reisetipp wurde Ihnen präsentiert von www.spirit-spa-hotels.com. Körper, Geist und Seele in Einklang bringen.